Willkommen zurück auf Win Reserve. Heute schauen wir uns mal Pools an, die nicht existieren sollten. Solche Swimmingpools haben echt die wenigsten gesehen und dementsprechend solltest du bis zum Ende dranbleiben. Kommen wir jetzt aber mal zum ersten Clip. Im ersten Clip befindet sich ein Typ in einem Glasbehälter in einem Pool. So weit, so gut. Aber im Pool befindet sich einfach ein Krokodil. Es sieht so aus, als würde der Typ versuchen, das Krokodil zu erschrecken und das Krokodil wird daraufhin auch sehr wütend. Er hätte das wahrscheinlich nicht tun sollen und schaut euch jetzt mal den Clip dazu an. Wenn du bis hierhin geschaut hast, dann like und abonniere für eine Woche, ganz viel Glück. Im nächsten Clip wird ein Mann in einen Pool gelockt und im Pool befindet sich einfach auch ein Krokodil. Der Mann befindet sich einfach nur in einem Käfig anstatt in einem sicheren Glasbehälter wie im letzten Clip. Der Mann im Clip scheint auch sehr nervös zu sein und ob das Ganze gut geht, werdet ihr jetzt im Clip sehen. Jde po tobě, ty vole. Der Mann ist jetzt im Wasser und Leute, schaut euch mal an, was jetzt passieren wird. Schub na něj, schub na něj. To máš asi ty brejle, ne? Jak se potopne, ty vole, teď máš brýle, ne? No? Der nächste Clip ist absolut unglaublich. Dieser Pool ist nämlich der tiefste Pool der ganzen Welt. Er ist 42 Meter tief und im Clip taucht ein Mann einfach ganz nach unten. Das Wasser am Boden des Pools hat natürlich einen sehr hohen Druck und das ist echt eine krasse Leistung, dass der Mann es so weit nach unten geschafft hat. Lasst uns jetzt mal aber den Clip dazu anschauen.
Der nächste Clip ist absolut verrückt. Diese beiden Jungs waren nämlich zusammen mit einem Krokodil im selben Pool. Die Jungs waren natürlich in einer sicheren Glasröhre, aber Leute, schaut euch den Clip unbedingt ganz bis zum Ende an. Denn es ist etwas passiert, was ihr nicht glauben werdet. Schauen wir jetzt mal den Clip an. Der nächste Pool ist mit Abstand der verrückteste, den es jemals gab. Dieser Pool befindet sich im vierten Stockwerk auf einem wirklich hohen Gebäude. Der Boden des Pools ist einfach ein Glasboden und wenn die Gäste des Pools nach unten schauen, sehen sie einfach die Straße unter ihnen. Echt verrückt. Und eine Frage hier an euch, würdet ihr euch das Ganze trauen oder nicht? Hier der Clip jedenfalls dazu. Der nächste Pool ist wahrscheinlich der beste im ganzen Video. Dies ist nicht nur ein normaler Pool, denn es ist eigentlich ein Schwimmbad in Mexiko und die Leute können von oben hineintauchen. Echt verrückt und dort würde ich auch mal gerne tauchen gehen. Hier der Clip dazu. Der Pool im nächsten Clip ist nicht so, wie er scheint. Nämlich fragt ihr euch bestimmt, wie es sein kann, dass im Pool Menschen herumlaufen. Denn wenn jetzt jemand hereinspringen würde, wäre es ein schrecklicher Fehler. In Wirklichkeit ist das Ganze jedenfalls kein richtiger Pool und im Clip werdet ihr auch sehen, wie das Ganze möglich ist. Hier der Clip dazu. Head north. だから拳だけ合わせて。そうだよ。だから膝に。すごいな。面白いでしょ。私たち後で下に行ける。すごいや。